Ich habe gerade eine Wespe in meine Wohnung eingesperrt, anstatt sie auszusperren, weil ich hatte heute Online-Fortbildung und habe mich dann mittags auf den Balkon gesetzt, weil ich dachte, das ist ganz cool, das Wetter ist so schön, es ist richtig warm und dann kannst du den Unterricht auch von da mit machen. Dann wurde ich einfach von einer Wespe attackiert, zweimal, und beim zweiten Mal ließ sie mich nicht in Ruhe, die flog mir die ganze Zeit ums Gesicht rum und dann bin ich halt losgelaufen in die Wohnung und sie ist mir noch durchs Fliegengitter hinterher und da dachte ich so, scheiß drauf, bin schnell wieder raus, habe das Fliegengitter zugemacht und jetzt habe ich eine Wespe in meiner Wohnung. Dafür konnte ich den letzten Unterricht wenigstens in Ruhe mitmachen und ja, jetzt muss ich nur gucken, dass ich die irgendwie wieder rausbekomme. Whatever. Heute ist Montag und wir starten gemütlich in diesen Vlog. Beziehungsweise ich habe ihn ja schon gestartet, aber noch nicht richtig gevloggt. Und ich bin gerade am Überlegen, also beziehungsweise am Abwarten, weil mein Auto aktuell bei meinem Bruder Nick steht. Der repariert da was und der hat jetzt gerade die Teile gekauft und repariert das jetzt heute noch. Und er braucht eventuell mich zur Assistenz. Also weil er das da auf diesem Garagenhof macht und er muss eventuell zwischendurch doch nochmal irgendwie Werkzeug holen aus dem Keller, was er dann vielleicht vergisst oder wo er vorher nicht weiß, dass er es braucht, werde ich alles gleich mitschleppen. Und er braucht dann jemanden, der aufpasst wegen dem Auto, weil das da steht und so weiter und auf das Werkzeug aufpasst, dass das keiner klaut und so. Aber eventuell macht das auch ein Kumpel von ihm. Ich warte mir jetzt nur noch auf eine Nachricht, ob ich mich jetzt auf den Weg machen soll oder nicht. Wobei ich im Moment eh noch nicht los kann, weil dadurch, dass ich kein Auto habe und ein bisschen viel eigentlich heute einkaufen wollte. Also ich hatte heute eigentlich so meinen Wocheneinkauf geplant. Und es gibt halt ein paar Sachen, die ich auch dringend brauche. Und da ich jetzt aber kein Auto hatte und auch nicht wusste, ob das heute noch was wird, habe ich halt diesen Einkauf mal online bestellt zum ersten Mal. Ich habe das mal ausprobiert über diese Rewe-App, meinen Einkauf zu bestellen, weil ich jetzt nicht wusste zu dem Zeitpunkt, ob das heute mit dem Auto noch was wird. Und ich brauche halt zum Beispiel unbedingt für Emma Katzenfutter, aber ich brauche auch Getränke. Und insgesamt war es so viel, dass ich das auch nicht hätte tragen können, weil hier in der Nähe ist ein Edeka, da hätte ich auch zu Fuß hingehen können. Aber das war halt zu viel vom Gewicht her, um das eine halbe Stunde zurück nach Hause zu tragen. Deswegen habe ich das jetzt mal ausprobiert, weil ich denke, es ist auch nicht schlecht zu wissen, wie das so funktioniert, wenn man wirklich mal irgendwie gar nicht aus dem Haus kann, wegen was auch immer. Und die Lieferung kommt auch gleich, da warte ich also jetzt noch drauf. Wo ich schon eine Mail gekriegt habe, dass ein Artikel ausgetauscht wurde. Ich hatte Deo bestellt unter anderem. Das gab es wohl nicht mehr und wurde jetzt gegen ein Männer-Deo ausgetauscht, wo ich mir so denke, ja, danke für nichts. Also man muss das wohl nicht annehmen. Man kann es auch ablehnen, aber gut, ich kann es auch jetzt für die 2 Euro annehmen und weiter verschenken, keine Ahnung, weil, weiß ich nicht, das ist irgendwie unangenehm. Das ist zwar Quatsch, aber dann zu sagen, nee, will ich nicht. Ja, aber ich dachte, ich nutze die Zeit jetzt mal, um meinen Kleiderschrank umzuräumen. Wir hatten jetzt die ersten warmen Tage und wir werden definitiv vermutlich keine großen Minusgrade mehr bekommen. Von daher werde ich mal meine ganzen Winterklamotten rausholen und die ganzen Frühlings-Sommerklamotten einräumen in den Schrank, weil beides kriege ich nicht unter und ich habe so einen großen, wie so ein Kleider, ja nicht Sack, aber so ein Ding, wo man das alles reinpacken kann und dann kann man das so zumachen und auf dem Schrank deponieren. Das wird vermutlich zu klein sein für alle Pullover, aber ein paar kann ich ja auch im Schrank lassen, so falls doch mal kühlere Tage kommen, über abends und so. Aber ich werde mal gucken, dass ich den Großteil jetzt umgeräumt kriege. Und das will ich nämlich schon seit Tagen, weil momentan habe ich diesen Kleidersack unten auf dem Fußboden und wühle da drin rum morgens, um was zum Anziehen auszusuchen. Das ist so ein bisschen super, suboptimal. Und ja, da ich eh gerade irgendwie warten muss, dachte ich, dafür nutze ich die Zeit jetzt mal. Das mache ich mal. Dann kann ich auch gleich die Klamotten nochmal so ein bisschen durchgucken und so. Und dann mal schauen, ob ich heute nochmal los muss zu meinem Bruder oder nicht. Und ob ich heute mein Auto wieder kriege, das wäre halt ein bisschen schön. Weil morgen und übermorgen muss ich für die Fortbildung wieder nach Hannover. Und ich fahre dann doch lieber mit dem Auto, weil mit dem Zug dauert das einfach alles viel, viel länger. Da muss ich viel früher los, bin deutlich später zu Hause. Und der ganze Tag ist im Prinzip wirklich weg. Von daher wäre das echt super, wenn ich heute Abend mein Auto noch wieder kriege und mit dem Auto fahren kann. Also ich hoffe es. Aber ja, werden wir sehen. Thank you.
So, hallo zurück in diesem Vlog. Mir ist gestern, während ich meine Wäsche gemacht habe, der Akku leer gegangen und dann musste ich erstmal alle aufladen. Ich habe dann aber gestern eh mein Auto wieder abgeholt, habe das noch gewaschen und so und ich war, glaube ich, war es um 8:30 oder so letztendlich zu Hause mit allem drum und dran und habe dann tatsächlich auch nicht mehr viel gemacht. Habe ich gestern Abend noch gelesen, ja, ich glaube so ein paar Seiten. Ich lese aktuell Zeilenflüstern von Kira Groh und bin da auch schon relativ weit. Ich will versuchen, das jetzt heute Abend zu beenden. Das sind nämlich nur noch so 100, na, was heißt nur noch, 170 Seiten ungefähr. Aber bei Romance bin ich manchmal recht schnell. Von daher versuchen wir das einfach mal. Emma, kannst du dich bitte mal entscheiden, wo du hin möchtest? Hä? Willst du hier hin? Warte. Ja. Ja, mal schauen. Ich hatte heute Weiterbildung in Hannover ja und war dementsprechend, ich habe dann noch eingekauft und war dann irgendwann um 4:30 erst zu Hause. Und habe dann erstmal Essen gemacht und so, habe hier ein bisschen aufgeräumt, habe für TikTok was geschnitten. Ich glaube, ich habe einen Mückenstich am Kopf. Und ja, deswegen ist es jetzt auch schon 20 Uhr. Aber jetzt bin ich soweit mit allem fertig. Ich werde jetzt noch gemütlich lesen und hoffe, wie gesagt, das Buch zu beenden. Und dann irgendwann ins Bett gehen. Mehr habe ich heute tatsächlich nicht mehr vor. Aber der Tag begann richtig gut. Ich will ja eigentlich schon seit Wochen den vierten Teil der Arcadia-Reihe anfangen zu schreiben. Das Problem war immer so, ich wusste nicht genau, wie der Plot aussehen soll. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich weiß, wer die Charaktere sind. Ich weiß, welche Eigenschaften die so mitbringen, welche Probleme die auch mitbringen, die ich dann behandeln möchte in der Geschichte. Aber mir fehlte noch so das große Ganze, was alles verbindet. Und das fehlte mir nicht, weil ich keine Idee hatte, sondern weil ich einfach zu viele Ideen hatte und weil ich mich dann irgendwie weil ich mich nicht entscheiden konnte und irgendwie fühlte sich auch nichts davon nach dem Richtigen an. Ich habe mir gedacht, nein, das ist noch nicht so hundertprozentig, habe ich es noch nicht. Da muss noch irgendwas anderes sein. Und gestern hatte ich so eine Idee, über die habe ich so ein bisschen nachgedacht, fand ich erstmal ganz gut, aber wusste nicht, fühlte sich auch noch nicht so richtig an. Und heute Morgen war ich irgendwie so eine Stunde vorm Weckerklingeln wach und dann so von jetzt auf gleich hatte ich so Szenen im Kopf. Und dachte so, ja, das ist es. Und also die Idee, die ich gestern hatte, hat sich irgendwie über Nacht in meinem Kopf weitergesponnen. Und heute Morgen fühlte sich das alles richtig an. Und ich hatte sofort einen Haufen Szenen im Kopf und weiß jetzt einfach endlich, wie ich Arcadia 4 schreiben will. Was heißt, ja, dass ich damit einfach bald anfangen kann. Dass dem jetzt nichts mehr im Wege steht. Und ich freue mich sehr drüber. Eigentlich hatte ich heute halt auch geplant, noch ein bisschen zu plotten dann. Weil jetzt kann ich endlich den Plot runterschreiben. Und es dauert eigentlich immer nur so ein paar Tage. Und wenn überhaupt, ich habe auch schon mal so einen ganzen Plot an einem Abend runtergeschrieben. Und dann kann ich nämlich anfangen, richtig zu schreiben. Und ich freue mich da so sehr drauf. Aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit und bin auch so ein bisschen matschig im Kopf, einfach von der Weiterbildung. Ich glaube, ich kann mich heute nicht mehr so konzentrieren. Deswegen versuche ich lieber, das Buch auszulesen und hebe mir das Plotten dann für morgen auf oder für übermorgen, je nachdem. Ich bin jetzt einfach sehr, sehr beruhigt, dass ich jetzt weiß, in welche Richtung es gehen soll. Weil selbst wenn ich jetzt nicht am PC plotte, ist das jetzt so in meinem Kopf und entwickelt sich da weiter und wächst. Und ach, das ist einfach super. Dann kann ich bald schreiben. Wenn es gut geht, schon nächste Woche oder so. Ich freue mich einfach mega. Ich bin zum Glück nicht im Zeitstress. Deswegen habe ich mir diese Zeit auch einfach genommen. Und habe aber gesagt, okay, fange jetzt nicht auf Krampf an, eine von diesen Ideen zu schreiben. Nur um dann nach der Hälfte zu merken, nee, das ist doch nicht das Richtige. Und alles nochmal umschreiben zu müssen. Sondern lass dir die Zeit. Früher oder später wird die Idee kommen, die sich richtig anfühlt und so war es auch einfach und ja, ich glaube, manchmal braucht es einfach diese Zeit. Aber deswegen ist es ganz gut, dass ich halt wirklich im Prinzip bis Ende des Sommers Zeit habe, das Ganze zu schreiben und ich vermute mal, so lange werde ich nicht brauchen. Also ist alles im Lot. Ich bin happy. Ich freue mich da sehr drüber. Und ja, genau, das wollte ich nur noch mal kurz erzählen. Ich mache mich jetzt ans Lesen. Ich bin tatsächlich schon am Überlegen, was ich danach lese, wenn ich das heute wirklich beenden sollte. Ich überlege unter anderem halt auch, weil ich ja übermorgen nach Lüneburg fahre und mich dann entscheiden müsste, was ich da mit hinnehme. Ich werde vermutlich zwar außer während der Fahrt kaum zum Lesen kommen, aber immerhin für die Autofahrt bräuchte ich ein Buch. Da könnte ich die Burg zum Beispiel, hatte ich jetzt überlegt, als nächstes zu lesen, weil das mal ein komplett anderes Genre wäre als das, was ich in letzter Zeit so gelesen habe. Und es ist nicht relativ dick, sprich auch wenn ich nur auf der Autofahrt lese, komme ich da schon relativ weit, glaube ich. Ja,
Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe auch noch Glimmer. Das war ja vom Triad Chapter für den März. Das habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich auch überlegt. Das ist relativ dünn. Das könnte ich auch vielleicht komplett schaffen. Ich muss mal schauen. Aber erstmal lege ich jetzt hiermit los. So. Der Mittwoch wäre auch geschafft, zumindest fortbildungstechnisch. Irgendwie habe ich hier nie die richtige Höhe. Ich weiß auch nicht. Ich mache mir jetzt was zu essen. Und beziehungsweise das Essen ist schon im Ofen. Und dann wollte ich, weil ich die nächsten 2 Tage keine Zeit haben werde, irgendwie was für Instagram oder TikTok zu machen. Ich aber immer noch fleißig die Signieraktion bei Graf bewerben will für meine Bücher und ja auch generell gern was posten würde. Zum Beispiel meinen Lesemonat März noch auf Instagram und so. Deswegen dachte ich, gut, ich mache dann heute so ein bisschen Social Media Tag. Werde halt so ein bisschen Videos und Posts einfach generell vorbereiten. Und wenn es richtig gut läuft, auch ein YouTube-Video drehen. Stichwort Bücherregaltour zum Beispiel. Das war jetzt erstmal so mein Plan. Ich hoffe, ich habe da auch gleich noch Bock drauf, wenn ich was gegessen habe und dann nicht irgendwie mega der müde Punkt kommt. Das wäre ein bisschen schade. Aber ja, wir werden sehen. Ich habe halt tatsächlich in der Pause bei der Fortbildung so ein bisschen geplottet am 4. Arcadia-Band. Es läuft langsam richtig gut. Ich freue mich sehr. Ich freue mich schon so aufs Schreiben einfach. Und ja, das ist erstmal so der Plan für heute. Ich will nachher noch Zeilenflüstern beenden. Ich habe es gestern tatsächlich nicht mehr geschafft, weil zum einen hatte ich mich ein bisschen verguckt mit der Seitenzahl. Also es war jetzt nicht so viel mehr. Ich glaube 30 Seiten mehr oder so, als ich gedacht hatte. Aber der Hauptgrund war, dass dann so eine Stelle kam. Von da an konnte es einfach nur noch schief gehen, nur noch bergab gehen. Das ist ja dem Genre einfach so, ne? Vor dem Happy End muss immer noch irgendein Drama passieren. Und ich war halt an dieser Stelle, wo ich dachte, okay, jetzt kann es halt nur noch bergab gehen. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen müde und war mir nicht sicher, wenn ich weiterlese, ob ich es wirklich beendet kriege. Und ich wollte nicht mitten in diesem Drama aufhören zu lesen. Ich hasse das. Also ich muss wirklich dann so viel Zeit haben, dass ich das Drama und das Happy End in einem Rutsch lesen kann. Und da war ich mir gestern nicht mehr so sicher, ob es klappt. Deswegen habe ich es dann gestern zur Seite gelegt und nicht zu Ende gelesen. Das mache ich aber heute definitiv dann noch. Und ja, genau. Das ist so der Plan fürs Erste. Ich werde mal gucken, ob ich noch so ein paar coole Video-Ideen sammeln kann für TikTok, einfach um halt meine Bücher euch oder halt neuen Leuten meine Bücher noch näher zu bringen. Aber es ist echt schwer, da Ideen zu finden. Also man will ja auch nicht immer so das Gleiche posten oder das, was alle anderen posten. Und das ist schon, mir gehen langsam echt die Ideen aus. Ich habe gerade tatsächlich ein TikTok darüber aufgenommen, dass mir langsam die Ideen ausgehen. So verzweifelt bin ich schon. Wo ich dann einfach noch meine Cover einblende oder so. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ich über TikTok die meisten neuen Leser und Leserinnen anlocke. Ich glaube auf Instagram und auch hier auf YouTube, da habe ich halt zu sehr so die feste Community, da irren sich auch nicht so neue Leute her oder halt nur so langsam, so zwischendurch mal 1, 2. Aber auf TikTok ist ja viel so Laufkundschaft in Anführungszeichen, die so durchscrollen und dann zufällig auf einen stoßen. Und deswegen habe ich da tatsächlich den Fokus drauf gelegt. Aber bei TikTok ist halt echt das Problem, dass man echt jeden Tag posten muss und am besten 2 oder 3 Mal. Das schaffe ich tatsächlich aktuell nicht. Ich versuche immer fest 1 Mal zu posten und wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, 2 Mal. Dann bin ich schon zufrieden, wenn ich dieses 1 Mal am Tag schaffe. Aber trotzdem sind das ein Haufen Ideen, wenn ich überlege, die Signieraktion geht bis, was ist los, Emma? Geht bis Mitte Mai, also am 24. ist ET und irgendwo kurz vorher werde ich ja signieren. So lange geht die Signieraktion noch und dafür jeden Tag allein jetzt, also ich drehe durch. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich will jetzt halt mal durchziehen. Ich will halt auch ganz gern echt mal so für mich herausfinden, wie so wirklich der Effekt ist. Also ich kriege ja dann die Zahlen. Ich habe heute halt auch schon mal nachgefragt, wie viel denn so bei Graf schon bestellt wurde, einfach um einschätzen zu können, ob das was bringt. Und ich sehe es ja auch an den Aufrufen, dass die tatsächlich jetzt ein bisschen konstanter werden. So als ich mit TikTok angefangen hatte, hatte ich immer so 1, 2 Videos mit vielen Aufrufen und dann waren es wieder nur so 100 oder so, also so richtig wenig. Und jetzt, wo ich das gerade konstant mache, merke ich halt auch, dass die Aufrufe relativ konstant sind im Durchschnitt, beziehungsweise auch immer so ein bisschen steigen im Durchschnitt, was ja auch schon mal gut ist, aber es ist echt so eine Wissenschaft für sich. Ja, aber das ist erstmal das, was ich mir vorher überlegt habe. Ich bin gespannt, was ich schaffe. Es wäre natürlich ein Luxus, wenn ich auch noch so ein bisschen an Arcadia plotten könnte. Das könnte ich vielleicht jetzt beim Essen noch nebenbei machen. Aber ich glaube, ich esse einfach in Ruhe und gucke eine Folge Grey's Anatomy. Und dann drehe ich erstmal hier Bücherregaltour und
ja, dann kümmern wir uns um den ganzen TikTok-Kram und so. Mal schauen. Ich habe noch keinen konkreten Plan, aber irgendwie so. So, ich habe... Luna, was kommst du angerannt, hä? Du neugieriges kleines Etwas, hä? Ja, du musst mir immer hinterherlaufen, ne? Nee, doch nicht. Da haben wir Shadow. Shadow ist im Schlafzimmer, wo der eigentlich nicht rein darf, aber Emma lag hier drin, deswegen war die Tür offen und... Was kommst du hier um die Ecke gerannt, hä? Nun? Ich sehe wieder die Zeit von euch. Ist immer so, gegen Abend flippen sie aus. Ich habe jetzt zwei Videos gedreht für YouTube. Habe die Bücherregaltour sogar geschnitten für morgen. Habe einige Clips aufgenommen für TikTok, wo ich für die nächsten Tage was vorbereiten kann. Ich brauche halt für einige der Videos noch Bilder irgendwie, die ich runterladen muss dafür, die ich dafür verwenden kann. Aber so der Videoanteil ist erstmal gedeckt. Was mir eigentlich noch fehlt, sind Sachen für Instagram, aber ich werde morgen früh noch ein bisschen Zeit haben. Wir fahren so, also ich fahre hier um 14 Uhr los und von daher, wenn ich nicht zu spät aufstehe, kann ich morgen für Instagram für die nächsten Tage noch was vorbereiten und habe dann alles irgendwie abgedeckt und dann bin ich zufrieden. irgendwas wollte ich dazu noch sagen. So, ja, ich wollte morgen noch so ein bisschen aufräumen vorher und so, aber einen Teil habe ich auch heute schon erledigt oder erledige ich gleich noch und dann ist es gut. Ich werde jetzt erstmal Sachen packen und ja, ich werde tatsächlich für diese eine Nacht meine Reisetasche packen, weil ich einfach immer zu viel mitnehme und weil ich auch weiß, dass es diesmal nicht anders sein wird. Aber ich meine, so groß ist sie doch gar nicht, oder? Ich finde, es geht noch. Das Ding ist halt einfach, ich kann nicht nur ein Outfit mitnehmen. Also auch wenn ich nur eine Nacht weg bin, brauche ich Auswahl, weil ich dann manchmal so Tage habe, wo ich dann das anziehe und mir denke, nee, ist scheiße, wo ich dann 5, 6, 7 verschiedene Outfits anprobiere, bis ich annähernd zufrieden bin. Und ich weiß genau, wenn ich nur ein Outfit mit habe und keine Wahlmöglichkeit und ich finde es dann scheiße, dann habe ich den ganzen Tag schlechte Laune und fühle mich den ganzen Tag hässlich. Und darauf habe ich einfach keinen Bock. Deswegen, ja, muss ich definitiv verschiedene Outfits mitnehmen für Freitag. Und ich werde vermutlich Schreibsachen mitnehmen, falls ich irgendwie im Auto oder so zwischendurch oder so Zeit habe, Arcadia zu plotten. Ich nehme, wenn ich im Hotel übernachte, auch gerne eine Kuscheldecke so mit, weil ich finde diese Bettwäsche und Hotels, die ist oft so sehr steif und nicht so schön weich oder so. Und deswegen habe ich immer gerne eine Kuscheldecke dabei. Und... Bücher. Ein Buch reicht nicht, wissen wir. Also von daher, also ja, die Tasche. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich, also was noch hinzukommt, ist das Wetter. Momentan schwanken wir so zwischen Frühling, Sommer und Winter hin und her. Ja, deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, was ich so einpacken kann schon mal. Ich nehme zum Beispiel auch zur Sicherheit immer Handtücher mit, obwohl es die im Hotel eigentlich gibt. Aber ich bin immer ein bisschen unsicher und nehme lieber welche mit. Und ja... Deswegen brauche ich eine ganze Reisetasche. Und ja, ich werde jetzt erstmal so ein paar Sachen schon mal einpacken. Es ist jetzt 20.15 Uhr und ich sehe mich hier schon wieder den ganzen Abend so aufräumen und Dinge tun. Und dann um 10 Uhr liege ich mit dem Buch im Bett und bin todmüde. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Meistens läuft es so, wenn ich am nächsten Tag irgendwo hinfahre. So, ein kleines Update, bevor ich mich bald auf den Weg mache. Ist tatsächlich nicht mehr lang. Ich habe gestern Abend hier noch aufgeräumt und Sachen gepackt und so und ja, bin dann nicht mehr wirklich zum Vloggen gekommen. Ich habe dann Zeilenflüstern als Hörbuch weitergehört, weil irgendwie war ich dann doch K.O. zum Lesen, wollte aber auch noch nicht schlafen und ja, dann habe ich es mir als Hörbuch angemacht. Habe auch fast bis zum Ende gehört, habe aber die letzten paar Seiten dann heute Morgen gelesen und ja, habe es damit beendet. Hat mir sehr gut gefallen, ich kann es wirklich empfehlen. Ich liebe den Schreibstil, ich mag die Charaktere sehr, sehr gern. Ich mag vor allem diese Freundschaften, die da dann entstehen im Laufe der Geschichte. Und die Kapitelüberschriften waren für mich auch so ein kleines Highlight. Und ja, es hat mir einfach großen Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung. Die kommt, glaube ich, erst im August, also es dauert noch ein bisschen. Aber das geht ja noch, ist ja noch im Rahmen. Und ja, ich habe mir jetzt für die Fahrt heute die Burg von Ursula Posnanski eingepackt. Habe zur Sicherheit aber auch noch, weil der Lesestoff könnte ja ausgehen, obwohl ich mein Kindle auch noch mit habe, habe ich mir noch den letzten Teil der Zimt-Reihe eingepackt. Das waren ja beides Bücher von meiner Leseliste. Und von meiner letzten Leseliste habe ich mir Glimmer noch eingepackt. Das sind so drei Bücher, die relativ dünn sind, die man schnell lesen kann, denke ich. Wo ich also auch mit wenig Zeit, Lesezeit relativ gut vorankommen könnte. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt zum Lesen komme. Aber ich nehme es einfach mal alles mit.
Und ja, habe heute Morgen hier auch nur noch so ein bisschen aufgeräumt und so, die letzten Sachen eingepackt, noch kurz was eingekauft. Jetzt habe ich gerade eine Kleinigkeit gegessen und habe jetzt noch ja, eine gute Dreiviertelstunde, bis ich los muss. Die nutze ich gerade, um noch gemütlich Grey's Anatomy zu schauen. Und ja, dann mal gucken. Werde ich hier nicht mehr viel machen, sondern einfach nur warten, dass es Zeit ist sozusagen. Ja, aber ich dachte, ich gebe euch noch mal ein kleines Update, bevor ich losfahre. Ich weiß nicht, ob ich unterwegs irgendwas filmen werde. Falls nicht, sehen wir uns morgen Abend oder auch am Samstag wieder. Ich muss mal gucken. Und dann erzähle ich euch, wie es war und was wir noch so gemacht haben, weil wir ja morgen den ganzen Tag theoretisch auch noch zur Verfügung haben. Dann haben wir noch gar nichts geplant. Das entscheiden wir spontan. Und jetzt blinkt der Akku. Von daher war es das mit diesem Update. Und wir sehen uns im nächsten Clip wieder. Ich habe gerade beim Schneiden dieses Vlogs gemerkt, dass ich euch noch gar nicht erzählt habe, dann, wie die Lesung dann letztendlich gewesen ist und noch gar keinen Abschlussclip gedreht habe, weil seit diesem Vlog tatsächlich schon fast einen Monat jetzt vergangen ist, in dem ich einfach nicht dazu gekommen bin, zu vloggen oder den Vlog zu schneiden. Es war, weiß ich auch nicht, es ging einfach irgendwie nicht. Und ja, jetzt habe ich es endlich geschafft und bin gerade dabei, den zu schneiden und merke so, oh, da fehlt irgendwie doch noch was. Ja, die Lesung von Michael Tsokos, die war tatsächlich, fand ich, sehr gut. Also ich habe von ihnen noch nichts gelesen und wusste auch nicht so hundertprozentig, was mich erwartet und bin aber so aus Neugier mitgegangen und es war wirklich ganz cool, weil es war natürlich erstmal eine Lesung und ich habe tatsächlich dann, als wir gewartet haben, dass es losgeht, ich hatte ja zwei Bücher von ihm mit, die ich vorher gekauft hatte und zum Signieren mitnehmen wollte. Und das eine war eben das, aus dem er gelesen hat, Kalte Präzision. Das habe ich dann beim Warten angefangen zu lesen und fand ich auch so vom Anfang her erstmal ganz gut. Und in seinen Büchern geht es ja um Pathologen, irgendwie Kriminalfälle lösen und der pathologische Anteil. Und er hat da ja viel aus seinem eigenen Berufsleben mit eingebunden in die Bücher und hat tatsächlich in der Lesung sehr viele Praxisbeispiele geliefert. Also man kann da auch wirklich was lernen. Es ist vermutlich nicht für jeden was, weil er das Ganze mit einer PowerPoint-Präsentation mit Bildern untermalt. Also das, was er dann erzählt, was er zum Beispiel in seinem Buch übernommen hat aus dem echten Leben, auch an Fällen, an Mordfällen oder Unfällen oder was auch immer, bei denen Leute halt gestorben sind. Da hat er dann aus der Pathologie Bilder zu. Und, oder vom Tatort Bilder zu. Und das sind halt teilweise sehr eklige Bilder, die nichts für schwache Nerven sind. Ich persönlich, oder wir fanden es beide mega interessant tatsächlich. Schon eklig, aber wir können da weiter mit umgehen, also deswegen war es jetzt nicht so schlimm. Und ich fand es tatsächlich sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also, ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir hatten das Glück, wir saßen ziemlich weit vorne auch. Und konnten ihn auch gut sehen und generell alles gut sehen, weil wir noch sehr früh da waren. Und ja, haben uns dann hinterher tatsächlich noch zum Signieren angestellt. Wir waren ja klug, wir saßen relativ in der Nähe der Tür und waren dann so recht fix draußen. Ich glaube, wir haben so eine halbe Stunde ungefähr nur angestanden und dann waren wir schon dran, haben uns unsere Bücher signieren lassen. Und ja, hat alles gut geklappt. Also ich fand es sehr cool. Wir haben tatsächlich schon die nächsten Karten für, ich glaube im Oktober ist es, in Braunschweig. Ich glaube, es war Oktober. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube schon. Da kommt dann auch Braunschweig dann mit der Fortsetzung mit dem nächsten Buch, was bis dahin wohl erscheint. Glaube ich zumindest. Ich pop's echt gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja, die Karten sind auf jeden Fall da. Und ja, bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Wir haben dann, sind dann am nächsten Tag, haben wir dann nicht mehr so viel gemacht und sind halt nach Hause gefahren. Und ja, dann habe ich irgendwie verpeilt, diesen Vlog hier zu beenden. Deswegen mache ich das jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich drehe jetzt gerade auch den nächsten, deswegen war dann auch plötzlich mal so die Motivation da, diesen Vlog hier überhaupt erstmal zu schneiden. Und ja, von daher hoffe ich, dass es jetzt wieder mit den Vlogs normal weitergeht. Aber ich hoffe, der hat euch gefallen. Und wünsche euch jetzt erstmal noch ein wundervolles Wochenende, einen wunderschönen Tag, wie auch immer. Ganz viel Spaß beim Lesen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.